So. Da kommt die Musik. Hi Leute, willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit epischer Musik. Und wir machen weiter. Was? Das war noch irgendwas? Die Tränenpfütze! In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Da läuft also Zeug runter. Steinerner Sarkophag mit dem Abbild eines Ritters. Vielleicht der Ex-Geliebte der Ex-Lebenden, die davor herumheult. Tja, das könnte sein. Reden wir mal mit ihr. Moin, die Dame. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, finde ich auch. Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual. Diese Schmerzen. So, Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein, es ist noch tausendmal schlimmer. Tausendmal? Ja, wo drückt denn der Schuh? Na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Ich lasse mich nicht veralbern. Es liege mir fern. Ihr Männer seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh! Er? Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne. Ja, ja. Und dann? Oh, oh, er ist fort. Warum? Deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt! Doch. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren. Ich glaube nicht. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ich weiß. Hast du einen Ballonfall? Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich umbringen. Ach so, ja dann. Hat fast geklappt. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Mhm. Ja, die Dame. Was sind das denn für einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau und... Hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Grünes W in einer Raute. Hallo Fußballfans. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. So, schauen wir mal. Haben wir hier sonst noch was? So, da ist es die... Oh, da drüben den Sarkophag. Huch. Was? Ach so, ein Kleidungszipfel hängt aus. Ein Stück Kleidung aus dem Sarkophag. Leder, wie es scheint. Leder, kann man mitnehmen. Ich hoffe, da hängt niemand dran. Ey, du hast meine Klamotten geklaut, du Schwein. Die helle Bade will ich auch gerne mitnehmen. So. Aber das war's. Dann gehen wir mal hier raus. Dann rausgehen zum... Uch. Also Cornflakes willst du nicht einbauen? Okay. Alles klar. Ich hätte gedacht, ich hätte schwören können, dass da Cornflakes reingehören. Da ist ein Töpfchen.
Das nehmen wir auch mal mit. Jungs, was geht bei euch? Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Oh, nimm. So, betrachte das mechanische Monster. Anscheinend ist Zombie-Körper und Totenschädel der Meinung, hier gäbe es noch nicht genug Horrorgestalten. Anscheinend ist... Okay, so. Sprich mit dem Anführer der Untoten. Ah, der Lebende. Jo, das bin ich. Ja, wie viele Zombies gehören zu deinem Komitee? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Ja, vielleicht. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Und warum stehst du in diesem Büßerwagen? Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das... Nein, nein, nicht dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Rache ist süß. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Hä? Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Aha. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Ich glaube, voll praktisch. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Hallo, ihr seid untot. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Och, es gibt auch andere, die streng riechen und, ne? Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Leben noch, schaurig und dennoch man. Ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Die Kerzen sorgen für diese. Okay, da ist ein Grab. Wer ein ist Grab. Da gestorben? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Ach, warum nicht? Komm, sei nicht so. Ein Grab. Davon gibt es... Okay. Tüdelüdelüdelü. Da ist nichts. Dann reden wir mit Gulliver. Hallo. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ja. Irgendwie scheint dein Körper nicht so recht zu machen, was du von ihm willst. Kann oder? Es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ah, okay. Ach so, klar. Ja, das mache ich auch immer so. Und wessen Körper ist es? Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper. Er hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Nee, nicht einen, sondern seinen. Genau. Und wo hast du den Körper aufgegangen? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Du und Esthers Körper. Ich lag hier draußen in einem Grab. Viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte.
Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Und was genau baust du da? Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Naja. Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Geht dir das Geheule der Wasserleiche nicht auf die Nerven? Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erschein oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter, atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Welche die Lederfetzen da drauf, du. So, haben wir hier sonst noch was? Da hinten das Grab, die tropfende Kerze. Das Faden. Dann nehmen wir auch noch mal was liegen. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Ja, dann nehmen wir. So. 3, 2, 1, meins. Ich lerne mir das mal, ne? Gelbe Farbe. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Ja, auch mal mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Okay. Dann schauen wir mal vor die Tür zu dem Paladin. Ich glaube, das ist auch der Kopf von der, ne? Gutesten. Ja, hallo, Herr Paladin. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Ja, Männer in pinkfarbenen Outfits müssen einfach Paladin sein. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Kennst du gute Paladin-Witze? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. Also pass auf, der geht so. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Du weißt schon, welche Kleidung Männer normalerweise tragen. Mir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag... Ich sag mal so, YOLO. Ach so, Freak. Ich habe mit dem Zombie gesprochen, den du in den Büßerbalken Wegen gesteckt hast. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einen verzeihen. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an. Okay, dann bin ich erstmal... Ich muss los. Männerkram machen. Oh, das Papier. Das nehme ich mal mit. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Ich nehme das mal, ne? Ist okay, oder?
Todessumpf. Hippie-Zelt. Hippie-Zelt, das Hippie-Zelt, yay! Yeah. Hier gibt's tote Fische. Hier ist Party. Da ist ein zweiköpfiger Troll. Hier, komm. Was hast du in der Truhe? Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Muss der Orden des Paladins sein. Ich glaube, es geht dabei eher um ein Ende. Eigentlich doch. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. Im Krieg. So, mal schauen, dann muss ich doch bestimmt einen Körper... Ja, da ist ein Kopf auf einer Lanze. Ja, moin, Kopf. Was geht? Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Ja, hoffentlich nix. Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Huch! Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelfiecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Ich glaube, das ist eklig. Ja, klar kann ich mir das vorstellen. Ja, natürlich doch. Doofer Paladin. Schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey! Kein Herumgetuschel da. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Bist du Esther? Mhm. Ich habe deinen Körper kennengelernt. Ihm geht es gut. Also, bis auf die Sache mit dem fehlenden Kopf. Grüß ihn schön von mir. Ich vermisse ihn. Ich würde ihm ja schreiben, aber... Psst. Schon klar. Ruhe da. Du hast keine Hände. Oh. Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Ey, keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Oh. Oh. Ja, das ist voll gemein von ihm. Richtung Orklager, die Gruft betreten. Betritt das Tipi. Oh, das ist Sitting Bull. Jetzt befinden wir uns in Warcraft. Ein Tauren. Das ist ein Taurenmörser. Ein Mörser samt Stößel in echter Männergröße. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Der Ochse könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Und wenn ich etwas zerstoßen will, kann ich es ja auch hier tun. Puh, er hat den guten Shit gerade, gesmoked. Es gibt's im Topf. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Der Topf ist leer. Ja, dann betrachten wir das Feuer. Nur noch. Aber die Hitze ist enorm. Die Kohlen... Okay. Seid gegrüßt, Sitting Bull. Was? Oh, das Federschmuck. Erstmal Federschmuck. Ein hässlicher Federschmuck. Auf keinen Fall. Ich setze mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Okay, wir sammeln schon mal Sachen. Das ist ein Blasebalg. Ein Blasebalg. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Tauren, mein Freund. Jetzt gleich nicht mehr. Entschuldigung, der Blasebalg hier. Kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. Gar nichts. Der ist kaputt. Hallo, bist du doof oder was? Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Na, ich habe jetzt zum Glück das und... In Ordnung. Ich schmiere mit dem Holzspan etwas Kleber aufs Leder. Schmier, 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 schmier. Und? Das sollte funktionieren. Ich benutze das Stück Leder, um das Loch am Luftsack abzudichten. Perfekt. Der Blasebalg ist wieder funktionstüchtig. Das war auch nicht schwer. So, Meister Tauren, redet eine mit mir. Dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht.
und die mich nicht zu hören scheint oder sich nicht beleidigen lässt. Ja, dann spreche ich mal mit der dicken, fetten Kuh. Hallo da. Hallo? Jemand zu Hause?